Und willkommen zum neuen Part Let's Play Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch. Heute machen wir endlich mal weiter mit Let's Play Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch. Und wir sind jetzt übrigens hier im vierten Part. Also wir machen einfach jetzt weiter hier mit Part 4. So, machen Grindpick und machen, ja, ist eigentlich egal welche Nummer, ne? 150 nehmen wir einfach jetzt mal so. Und heute spiele ich mit Knochen trocken. Und heute spielen wir, ja, den Panzerkampf. Und ich möchte heute mal ein Thema machen. Also heute machen wir beim Video aufnehmen bzw. beim Trocken. Nehmen wir heute, also heute einmal ein Thema an. Also ich spreche heute ein bisschen drüber, was ich so besprechen möchte mit euch, okay. Also mir geht's sehr gut heute, Leute. Also wie ihr seht, schaffe ich fast jeden Tag, das hier Video hochzuladen. Morgen mache ich mal wieder Pause. Ich habe einen Überblick, ob ich morgen wieder Pause mache, also morgen. Könnt ihr auf keinen Fall ein Video erwarten. Eher am Samstag dann wieder. Okay. Aber das ist nicht mein Thema, sondern mein Thema ist Nintendo Labo. Ja, ich möchte erstmal davon erzählen, was ich davon halte. Ich halte davon nicht so richtig was irgendwie. Ich kaufe es mir auf keinen Fall morgen, also morgen ist auch der Release von Nintendo Labo. Das war ja der Release. Und ja, ich kaufe es nicht. Erstens, es ist viel zu teuer. Es kostet, glaube ich, also das Robopack da kostet, glaube ich, 80 Euro. Und das ist mir zu teuer auf jeden Fall. Und das normale Paket kostet, also 70 Euro bzw. Robopack kostet 79,99 und der normale Nintendo Paket kostet 69,99, ja, wenn ich mich nicht irre. Okay, ich finde einfach Quatsch und ich finde einfach viel teuer. Es gibt niemals 70 Euro. Ja, Papa aus, das ist mir Milliarden. Viel zu teuer, finde ich. Das kaufe ich mir niemals. Okay. Ja, und ich möchte auch bald wieder mal ein neues RP machen hier. Also, ja, also zwei Projekte sind zwar gut, aber ich möchte jetzt bald auch mal ein neues Projekt starten. Ich gucke mal, was ich noch für ein Projekt starten werde, aber dauert noch ein paar Tage, aber gut, okay. So, Leute. Mir geht auch sehr gut, also ja, gesundheitlich heute perfekt. Und ich habe einfach morgen den ganzen normalen Tag frei morgen. Das finde ich geil. Finde ich gut, dass ich morgen frei habe. Finde ich geil. Weil morgen ist nämlich das so, dass ich morgen einfach mal frei habe. Weil die Schule da was vorhat oder was auch immer. Aber ich sage nichts weiteres dazu. So. Und ja, ich möchte noch ein bisschen drüber reden, was ich ungefähr was für neue Punkte ich, also ich starten möchte. Ich möchte einfach noch drüber reden, was ich für ungefähr für Projekte starten möchte. Also, das kann so eine Richtung Mario vielleicht sein oder eher was anderes. Ich guck mal, wie ich es mache. Aber gut. Meine laufenden Projekte sind ja
Mario Kart 8 Deluxe und Zelda Skyward Sword. Aber am dritten, also eine dritte Playlist oder ein neues Display kann er nicht starten, kann er nicht haben. Und deswegen kommt das bald, ja. Es kann so sein, dass es in Richtung Mario oder auch in was ist. Vielleicht auch in 3DS-Version noch kommt. Also, ich kann auch so Rätselraten sein. Aber ich denke mal, es wird ein 3DS-Projekt sein. Aber es wird sehr schwierig, das zu machen. Aber ich denke mal, es wird ein 3DS-Projekt sein. Ja, Professor Layton und so. Kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen. Professor Layton zu displayen, zu neue. Das halt so ungefähr beim halben Jahr rauskommen ist, das kann ich mir vorstellen. Aber ich weiß auch nicht genau. So. Okay, Leute. Das nächste, was ich noch ankündigen habe, ist, ich werde mir, wenn ja noch Donkey Kong, noch Nintendo Labo kaufen. Aber ihr könnt euch drauf freuen, dass ich bald Kirby's Zahlreis habe. Ich habe es glaube ich schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal. Ich werde bald das Player. Nein, ich werde bald nicht mal mit Kirby anfangen. Und damit anfangen zu explain. Damit werde ich weitermachen bald. Auf jeden Fall. Und Leute, ich habe noch eine richtig geile Ankündigung für euch. Ich werde das Spiel, warte mal, wie es heißt, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Wir machen es so. Ich weiß leider nicht, wie das Spiel heißt, aber ich schreibe euch das in der Videobeschreibung. Das werde ich nämlich auch Let's Playen. Das kommt aber am 25. Mai raus. Ich denke mal, es kommt. Auf meinen Kanal und ja. Ich denke auch, dass man es gut spielen kann. Es ist halt auch ein 3DS-Projekt, aber ich habe halt jetzt leider vergessen, wie es heißt. Wie gesagt, ich packe euch es in der Videobeschreibung. Also in der Videobeschreibung hier. So. Und das war es im Prinzip. Mehr habe ich leider nicht zu ankündigen. Also das sind halt bald meine neuen Projekte. Ein geheimes Kirby und das, was ich euch in der Kanalbeschreibung packen werde. Okay, Leute. Aber ist auch alles gut, so Leute. Macht mir auf jeden Fall viel Spaß, mit euch das hier alles zu bereden. Das macht mir einfach viel Spaß. Ich bin manchmal auch ein bisschen aufgeregt, immer hinter der Kamera zu sitzen und immer aufzunehmen, aber es macht mir halt auch sehr viel Spaß. So. Machen wir einfach jetzt weiter, so genau. Okay, das ist meine Hassstrecke vom Patakab. Ich mag die überhaupt nicht hier. Tod Autobahn. Haupt nichts für mich, aber gut. Warte. Ach, shit, ey. Was ist das für ein Scheiß? Sag jetzt was. Entschuldigung. Sorry. Oh nein. Das ist ja scheiße. Na, egal. Ich hasse die Strecke über alles. Boah Gott, ey. Okay. Und wird mit dem Video genommen.
Aufpassen in der Video. Oh no. Ach, ja klar, aber okay. Das ist übrigens die Hupe, also das ist die Hupe übrigens. Damit kann man Gegner umwerfen. Nur wenn man jetzt vom Blitz zerstört wird, dann natürlich nicht. Und wenn man vom blauen Panzer erwischt werden wird, kurz davor soll man drücken und dann wird man halt vom blauen Panzer nicht erwischt, wenn man die Hupe einsetzt, kurz bevor der Panzer kommt. So. Und es macht einfach unheimlich Spaß mit mir, wirklich YouTuber zu sein. Es macht mir unendlich Spaß und heute haben wir es Leute erreicht. Ab heute bin ich schon seit 3 Wochen Video-YouTuber. Ich bin jetzt schon seit ein paar Wochen, also seit ein paar Monaten schon YouTuber, aber jetzt bin ich ein richtiger Aufnehm-YouTuber und halt auch so Let's Play-YouTuber. Also so Let's Play-YouTuber und so, ja. Ist nicht so schlecht eigentlich. Deswegen habe ich mir gedacht, ist das ganz gut, dass ich mal als Player werde. Und das wurde ich auch vor 3 Wochen. Okay. Das war's mit meinem Video. Ich wünsche euch noch einen super, super schönen Tag und ich sag tschüss bis Samstag. Und das war euer Mario Party 10 und Upflock Fan im K für heute. Bis Samstag, wie auch immer. Ciao.